Hallöchen und weiter geht's mit Dragons. Wie ihr seht, gibt's hier wieder so ein Event und zwar so ein 72-Stunden-Event. Nur mal so zur Info, wir können den Schädelbrecher bekommen. Gucken wir uns gleich gemeinsam an, was da so geht. Unser Ohnezahn ist auch zurück, von daher ist eigentlich soweit alles schick, alles paletti. Gucken wir uns das gleich mal an, gucken hier in Besitz, nee, nicht in Besitz. Hier seht ihr, wir können den Schmerz, Scharfschütz, okay, gehen wir auf Sammlung. Hier seht ihr, den Rumpelhorn können wir bekommen, für 9 Stunden müssen wir den suchen. Außerdem gibt's den Schädelbrecher. Den können wir auch bekommen, aber das Ding, den habe ich schon am Start, ist ein einzigartiger Drache, von daher kann ich den nicht mehr bekommen. Ich drücke euch natürlich trotzdem die Daumen für die auf jeden Fall, die den noch nicht am Start haben. Aber das ist auf jeden Fall das Event Rumpelhorn und Schädelbrecher. Ich weiß ja nicht, welchen von beiden findet ihr besser? Schreibt das mal in die Kommentare. Also ich muss ganz ehrlich sagen, beide sind extrem nice. Sammelmäßig muss ich ehrlich sagen, ist auf jeden Fall der Rumpelhorn ein Stückchen besser. Von der Stärke her ist es natürlich wieder der Schädelbrecher, ist ja ein einzigartiger Drache. Also von daher ist es immer relativ schwierig, aber wie ich es hier gerade sehe, 4x Eisen, 5 Stunden, was ist denn da los? Da müsste man eigentlich den Schädelbrecher erstmal auf Berg platzieren, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Sehe ich gerade mal, das ist ja nicht so verkehrt, da können wir gleich mal in unseren Hangar gehen, gucken, was da so geht, wo haben wir den Schädelbrecher? Müssten wir eigentlich auch schon auf 76 oder so haben, ich weiß es ja nicht. Da haben wir, nee, das ist der Rumpelhorn, okay. Hä? Erstmal pimpen wir den hier auf, okay, alles klar. Da haben wir einen Schädelbrecher, den können wir auch erstmal auf Berg platzieren. Gucken erstmal, was mit dem so geht, haben wir hier noch irgendwo Platz? Bin ich mir jetzt zwar nicht so sicher, doch, da haben wir noch Platz. Dann hauen wir den hier erstmal hin und dann können wir den ab 85, alles klar, okay. Also müssen wir den auf jeden Fall pimpen. Das ist auf jeden Fall relativ wichtig. Wie du erwartet, 110 Mülle, das können wir uns auf jeden Fall leisten. Von daher könnten wir da einfach mal überlegen, ob wir machen oder ob wir lassen. So, ich mache aber erstmal weiter, erstmal gucken, was wir hier noch so reißen können. Ich würde sagen, erstmal als allererstes würde ich hier die Drachen neu losschicken. Dann pimpen wir hier unseren Skrill auf. Der ist jetzt auf Level Nummer 80. Das ist natürlich auch relativ nice. Der sammelt gut Material. Fisch auf jeden Fall. Dafür ist er auf jeden Fall ein guter Typ. Von daher haben wir den jetzt am Start. Ich bin auf jeden Fall froh darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiter machen wir hier und lassen hier natürlich erstmal alle sammeln. Gucken, was wir hier noch so einsacken und gucken dann, ob wir eventuell damit noch ein bisschen was anfangen können. So. Wie lange sammelt der? 13 Stunden, alles klar. Ich würde trotzdem sagen, den ziehen wir erstmal zurück. Dann können wir den hier erstmal aufpimpen. Das ist natürlich relativ wichtig. Jetzt haben wir den Flutsegler auf 37. Dann haben wir hier den Feuerwurm auf 42. Das ist natürlich auch Bombe. Von daher können wir da auch gleich mal weiter fungieren. Ein bisschen weiter Action machen. Werden wir auch gleich machen. Aber ich werde erstmal einen Drache zurückziehen, der hier eventuell Holz sucht, wo es sich eventuell nicht so wirklich lohnt. Der kann erst, naja, der sammelt natürlich auch richtig mega. Von daher müssen wir mal gucken. Wollen wir den zurückziehen? 5 Stunden ein bisschen, ja, den ziehen wir erstmal zurück und lassen natürlich hier oben, wo haben wir unseren Gronkel, ja, den brauchen wir eigentlich ja nicht, den können wir gleich in unseren Hangar schmeißen. Wie sieht es mit dem Schädelbrecher aus? Das ist auch nicht viel besser. Von daher lassen wir das auch erstmal. Das bringt dann doch nicht wirklich Punkte. Von daher würde ich sagen, machen wir das dann erstmal wieder alle rückgängig und lassen den natürlich weiterhin Holz suchen. So, dann haben wir erstmal alles erledigt. Drachentechnisch können uns jetzt erstmal um andere Angelegenheiten kümmern. Das würde ich sagen, machen wir auch gleich hier bei Johann. Hier gibt es leider nichts zu holen. Von daher müssen wir damit leben.
Dann könnten wir den nochmal losschicken. Der kann nochmal ein bisschen Fisch besorgen. Das ist natürlich auch immer relativ nice, wenn hier alle Drachen on Tour sind, alle Drachen Materialien suchen, um schnellstmöglich weiterzukommen. So, dann holen wir uns hier erstmal 60 Runen für den Felsen. Dann kriegen wir hier 100. Alter, was? Das ist ja krank. Wusste ich ja nicht, dass das so rumpelt im Karton. Das Gute daran ist, wir könnten jetzt eigentlich noch einen Drachen losschicken, der eventuell für Holz... Ach nee, ich glaube, das fällt flach, weil der ist gerade on Tour. Oder? Nö. Für 425 Mille können wir auf jeden Fall nochmal ein Stück Eisen produzieren. Flattert der erstmal nochmal los. Dann können wir einen anderen nochmal Holz holen, schicken. Das machen wir natürlich auch gleich. Nee, den auch nicht. Den schmeißen wir auch erstmal in unseren Hangar. Suchen wir uns den nächsten. Haben wir hier eventuell noch einen, den wir Holz holen, schicken lassen. Dann machen wir das so. Der sucht Fisch. Dann bleibt der erstmal zu Hause. Und der sucht Fisch, würde ich sagen. Und dann kann der nämlich... der kann Holz suchen. So, dann ist da erstmal alles Paletti. Dann würde ich sagen, checken wir erstmal unseren Ohnezahn. Gucken, was der uns mitgebracht hat. Ah, okay, okay, okay. Zwei Gegenstände können wir jetzt zwar nicht so gut gebrauchen, aber nehmen wir auf alle Fälle mit. Ich würde sagen, wir suchen gleich nochmal den Rumpelhorn. Oder habt ihr eventuell eine andere Idee, was wir hier noch suchen könnten? Wir könnten natürlich auch noch ein paar andere nehmen. Aber einen Gegenstand hätte ich natürlich schon gerne. Von daher würde ich einfach mal sagen, nehmen wir den Rumpelhorn, lassen den einfach nochmal suchen für 9 Stunden und gucken, was dann so abgeht, was wir eventuell das dann bekommen, wenn er zurück ist, unser Ohnezahn. Wäre auf jeden Fall richtig nice, wenn wir ein paar Gegenstände bekommen. Also die kann ich eigentlich relativ gut gebrauchen. So, dann pimpen wir erstmal hier ein paar Drachen auf. Die wir aufpimpen können. Hier seht ihr, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar den Donnerpolter haben wir hier, dann den Taifumerang, dann haben wir hier noch einen Tornado. Also haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar aufgepimpt. Haben jetzt materialtechnisch schon nicht mehr allzu viel am Start. Von daher würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal. Könnten hier nochmal reingucken. Können wir hier noch einen pimpen? Ja, könnten wir. Nur das Doofe ist natürlich, dass wir jetzt unsere Materialien auf den Kopf gekloppt haben. Wir könnten höchstens hier oben mal gucken, ob da noch irgendwas geht. Hier, den können wir auf jeden Fall pimpen. Einen Tag, 2 Stunden, das machen wir natürlich. Und dann machen wir mit unserem Feuerwurm auch gleich weiter. Schicken den auch gleich nochmal on Tour in der Akademie. Pimpen den auch nochmal auf Level Nummer 43. Unseren Flutsegler pimpen wir auf 40. Von daher ist eigentlich alles im grünen Bereich. Soweit sind wir auch erstmal durch. Hier können wir natürlich nochmal gucken, was gibt es. Besitzer einen wahnsinnigen Zipper auf 48. Sammler 1,5 Millionen Holz mit einem wahnsinnigen Zipper. Okay, das ist unsere nächste Aufgabe. Da könnten wir jetzt natürlich erstmal einen wahnsinnigen Zipper hier raussuchen aus unserem Hangar und könnten den natürlich auch noch nutzen. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Das ist natürlich immer relativ schwierig. Hier haben wir ihn. Dann pimpen wir den auf jeden Fall, platzieren den hier auf Berg. Ich würde sagen, den platzieren wir gleich mal hier hinten. Zack, dann können wir ihn zurückziehen, der Holz sammelt. Da nehmen wir natürlich den zurück, der ist eh gerade erst losgeflattert. Und dann schicken wir den wahnsinnigen Zipper erstmal los. Der kann jetzt Holz für uns sammeln, das ist ja unsere Aufgabe, wie ihr seht. Wo haben wir? Da haben wir Sammler in Holz. Okay, 1,5 Mille. So, dann kann er erstmal sammeln, bis er schwarz wird. Wir sind doch erstmal durch. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.